So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit unserem Roadtrip. Wir waren ja gerade in München. Jetzt sind wir wieder in Welzheim bei der Firma Kablers, bei Herrn Schwan. So, der Golf ist letzte Woche hier schon hergewandert. Beziehungsweise hoffentlich, also ich hoffe, er ist noch da. Ja. Gefahren wurden. Du hast auf dem Weg Zwischenstopp gemacht. Genau, ich habe einmal bei Stahllos angehalten, habe den Käfig da nochmal erweitern lassen. Können wir später nochmal drauf eingehen und dann hinterher das Auto hergebracht. So, das heißt, wir haben nämlich auf euch gehört und Marius ist über seinen Schatten gesprungen und hat doch nochmal eine Strebe oben ins Dach reingemacht. Ich habe mir einfach noch 3 Kilo reinschweißen lassen und bin dann weitergefahren. Dann schlechte Laune gehabt, hierher gefahren. So, was auf jeden Fall schon mal auffällig ist, es ist einfach brutal, was sich bei Alex hier so entwickelt und was hier so los ist. Ne? Ja, ich war auch schockiert gerade, muss ich sagen. Also wir haben ihn schon gerade über den Hof schreien hören, aber es ist mittlerweile so, dass wir noch nicht mal mehr mit dem Bus aufs Gelände fahren können, weil hier so viele Autos rumstehen. Und ich weiß noch, da werden wir Alex gleich mal zu fragen, als Marius und ich das erste Mal hier waren mit dem T1. Witzige Geschichte, die soll er aber selber erzählen. So, da war das alles noch ganz anders. Aber hier, den müssen wir einmal. Es ist doch hier, könnte glatt eine Mischung aus Sterngarage und Motorenzimmer sein. Ja. Erstmal schön die Zelle in den alten Benz. Mit Heberanlage hier. Tatsache, ja. Das muss so richtig. Was halt witzig ist. Wenn du das Ding jetzt so hier gerade stehen siehst, denkst du halt einfach, das ist ein Haufen Müll. Ja. Also du denkst wirklich, Alter, was ist das? Aber so kommt das Auto aus der Pyrolyse und der ganze Lack ist jetzt hier quasi, der liegt nur noch auf der Oberfläche und jetzt geht's ins Entrostungsbad. Ich bin mal gespannt. Der ist ja skeptisch mit dem Käfig, aber wir sind ja nicht die Einzigen im Käfig. Genau, also der Plan für heute ist, das Auto war jetzt schon über Nacht im Entrosten. Das heißt, wir holen ihn gleich aus dem Bad raus und anschließend geht's ins KTL. Das könnte allerdings schon ein Problem werden, weil Alex sagt, dass die Rohre sich mit KTL volllaufen könnten. Ja. Und dann ist wohl das Problem im Ofen, wenn es sich ausdehnt, dass es dann so rausspritzt. Ja. Ne? Und versaut in den Innenraum. Ja. Ja. Wir werden sehen. Ja, und dann muss alles nochmal von vorne quasi damit, oder? Schlechte Laune, fahren trotzdem nach Hause, aber dann muss ich das alles schleifen und neu füllern und gucken wir mal. Okay. Junge. Also hoffen wir mal nicht. Aber wie viel Karossen hier rumstehen? Ja, vor allem Vielfalt, ne? Also hier steht ja jede Marke. Guck mal, diese Citroën-Karre. Ich hätte niemals gewusst, dass das ein Citroën Roma ist. Ne? Ja, also bei uns haben sie das so als Bierding umgebaut irgendwie und als Eis verkauft. So, das ist schon cool. Ja, weil hier ging der unter Bodenschutz einfach direkt auf sein. Nee, schon wirklich. Also eigentlich ist es mittlerweile so. Und jetzt kommt ja die nächste Sache noch. Wir zeigen euch gleich noch eine Halle, weil Alex hat eine neue Halle gebaut. Da sind eigentlich die ganzen Karossen drin. Die scheint voll zu sein. Ja, ne, wie du gerade schon sagst mit der Vielfalt. Ne? Guck mal, was ist das hier? Ein Nissan 240 SX. Ja. Weißt du? Geil. So, hätte man ja niemals gedacht, dass solche Autos irgendwann mal so... Also das finde ich auf jeden Fall cool, dass dieser Spirit fürs Auto dann doch noch mal wieder wertvoller bei euch wird. Und es halt wirklich Leute gibt, die diese Autos wieder herrichten. Ich meine, so ein 02 BMW... Das ist klar, die waren schon immer beliebt. Ne? Aber hier auch E30, ne? Also so, E30. Auch die Dinger halt, ne? Die waren halt auch ganz lange komplett uninteressant. Ja. Und jetzt stehen sie hier und werden auch schnell entlackt. Boah, aber hier steckt auch noch Arbeit drin, ey. Aber da sieht man halt auch mal, da ist, musste mal einmal hier so durchfüllen. Da ist halt von den ganzen Seitenteilen und so eigentlich gar nichts mehr da. Und der ist ja noch nicht entrostet. Ich wollte gerade sagen, der ist noch nicht entrostet, dass man den da rauskommt. Das wird noch spannend damit. Oder auch geil. Aber das ist auch was Seltenes, ne? Also Front sieht aus wie ein alter Sechser. Der ist das, von dem wie Christian hat, oder? Genau. Ja? Das ist, wie du schon sagst, ein alter Sechser, meine ich. Also ich bin absolut leider kein BMW-Fan. BMW E9. Ja. Ja. Krass. Ja, hier aber auch T3, ne? Wenn du vor 10 Jahren, wie man gesagt hättest, du restaurierst oder entlackst den T3, hättest du keiner erlaubt. Bestimmt schon, wir sind wieder zu spät, dabei waren wir tatsächlich immer pünktlich, aber wir haben uns überlegt, wir fangen einfach das Video schon ohne ihn an. Ich glaube, Maxi, ich glaube. Sieht gut aus. Ich glaube, ja. Sieht schon so aus hier. Aber krass, da siehst du mal schon, wie gut das Auto noch aussieht, ne? Ja, auch 944. Ja. Tatsache. Ja, aber siehst ja auch an der Form hinten. Tatsache, Alter. Gerade noch in München drüber gesprochen, wie teuer diese Autos geworden sind. Nissan GT-R R34. Alter, und jetzt steht selbst so ein Ding. Aber andererseits bei den Preisen wiederum, ist natürlich auch klar, dass die Leute es dann richtig machen. Ne? Weil, guck mal, wenn so ein Ding über 100.000 Euro am Ende im schlechten Zustand kostet, dann kostet halt so ein guter am Ende richtig Asche. Ne? Aber jetzt können wir immerhin mal gucken, ob die auch so rosten. Aber klar, guck mal, die sind natürlich auch richtig durch hier überall. Ne? Ja, wenn du mal reinguckst überall hier, da ist schon gut was los, ne? Da unten im Rathaus komplett durch.
Aber ich liebe diese Farbe, ne? Ich finde dieses Blau so geil. Hier sieht man jetzt aber auch mal schön, also den kann man definitiv nicht einfach auf Linkslenker umbauen, weil der definitiv auf der linken Seite gar nicht die Öffnung und so weiter hat. Also da muss man schon massiv umschweißen. Oh doch, aber guck mal hier. Die sind aber schon gut. Ja. Also und, auch unter der Kittner hat überall. Da kannst du schon mal reingucken. Wahnsinn. Wäre doch artig, Maxi, oder nicht? Das ist ein schönes Auto, aber Wahnsinn, muss ich nochmal mit meinem Chef sprechen. Ob wir den orange lackieren können? Was? Ja, so, jetzt suchen wir mal Alex, würde ich sagen. Was auch ganz viele noch gar nicht wissen ist, die haben das zwar schon ein paar Mal gezeigt, Alex hat ja auch eine Lackiererei hier, also richtige Lackierstraßen. Und gegenüber in der Halle hat er auch noch eine richtige Karosseriewerkstatt. Da laufen wirklich 3, 4, 5 Leute rum, die richtig Autos restaurieren. Aber das, ich glaube, das könnte höchstgradig interessant werden, wenn wir mit Alex mal ein paar Karosseriearbeiten machen. Ja. Aber das sah eh aus, was wir dann Also richtig, richtig hochwertig machen wir es. Und ja, das machen wir aber mal später. Naja, altbekanntes Problem bei den Caddys ist immer der Übergang zwischen Seitenteile und B-Säule. Ne? Aber hier ist auch gut Spachtel. So war von der Stärke her, so war mein Golf 1, als ich ihn gekauft habe. Da war wirklich so viel Spritzspachtel auf dem ganzen Golf 1 drauf. War mal gut. Geil. Ja, also Vielfalt ist auf jeden Fall da. Das ist doch hier auch Nissan. Sieht aus wie Fair Lady. Fair Lady, ne? 240, ja, Datsun, das ist, er hat ja ganz viele Bezeichnungen hier. Wenn wir jetzt noch Japanisch könnten, wüssten wir, was die Klimaanlage von damals so. Ja, sieht immer cool Datsun aus. Datsun 280C. Siehst du Datsun, sag ich. Ja, das Seitenteil sah so aus, ne? War Domo schon nachgeschweißt? Wollte gerade sagen, da gab es hier die ersten Motorsport-Upgrades. Ja, gab schon ein paar Upgrades. Ein paar Punkte. Wobei die Punkte noch verbesserungswürdig aussehen. Die sind ja mehr so drauf gekleckert. Aber krass, was für ein langer Vorderwagen, oder? Mhm. So ein kleines Auto eigentlich. Ja, fand ich auch der auf dem Race 1000 mega, das eine mega, Mal. Mega. Wichtig, Birdie, ne? Ja. Da steht sogar drauf, die. Morgen, Meister. Wir wollten nicht stören, wir haben nicht schon Schreien hören hier. Ja. Was machen wir? Also dein Golf ist schon immer trotzdem gewesen, der steckt schon in der Passivierung. Ganz wichtig für mich, ich will, dass wir das Thema Käfig und KTL ansprechen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Marius, diesmal klappt es nicht. Diesmal nimmst du die Flex mit und schneidest vor. Nein, kein Spaß. Also, hast du noch einen Austausch daraus hier? Rennkarosserien mit Käfig sind nicht KTL-gerecht. Egal wie. Diese nicht kartellgerechte Strukturen stören im. Oh. Das ist übrigens deins, ne? Du wolltest was sparen. Die nicht kartellgerechten Strukturen, die stören und die können im Prinzip das Endergebnis total versauen. Und dann hat man ein Problem beim Lackieren und daran stören sich übrigens viele Kunden, denen das nicht bewusst ist. Und dann kriege ich halt Briefe und Reklamationen und 5 Seiten und gib mir mein Geld zurück und lauter so Geschichten. Ja. Und das ist etwas, was man definitiv aufklären sollte. Ich habe es dir gesagt, auch vorher, ich habe es dir sogar geschrieben, dass das so sein kann. Du hast das in deiner eigenen Verantwortung und der Philipp zeigt das heute, ob das tatsächlich so ist, wie es ist. Das heißt eigentlich erst KTL, dann Zelle einschalten. Weißt du, der Hersteller macht es ja auch nicht anders. Es gibt ja genug Automotive-OEMs, die machen Rennkarosserien. Die Rennkarosserien werden in kleinen eigenen Werkstätten oder bei Fremddienstleistern gemacht, aber die Kartelle und die Lackierung wird in der Linie gefahren. Also kommen jetzt die verstärkten, die verschweißten und die verrohrten Karosserien kommen dann zurück in die Kartelllinie. Die fahren dann im normalen Prozess und funktionieren genauso nicht. Nur das erzählt euch keiner und das ist dem Hersteller egal, weil er das Ding auf der Rennstrecke kaputt macht, ja, das ist dem egal. Was heißt funktioniert nicht? Einfach dieser KTL-Beschichtungsvorgang funktioniert nicht oder was ist das Problem? Du hast eine KTL-gerechte Struktur und das ist ein relativ modernes Auto und ein Golf 2 ist ein modernes Fahrzeug mit Zuläufen und Abläufen und dann baust du jetzt eine Zelle und schweißt alle Löcher zu. Alle Löcher zu, du machst im Prinzip das Ding nicht mehr als ein U-Boot, sondern als ein Schiff. Ja, und jetzt machst du eine Zelle mit Rohren. Die Rohre haben keinen Zulauf und keinen Ablauf.
Aber die Rohre haben alle irgendwie eine Kehlnaht. So rum Knotenpunkte. Und die Knotenpunkte sind bei 40 Grad dicht, bei 80 Grad nicht. Beim Passivieren 70 Grad sind sie vielleicht leicht zugänglich, aber bei Raumtemperatur entrosten sind sie zu. So, und jetzt tunkst du das ins Entrosten, funktioniert, gehst in die Passivierung, sind deine Rohre voll. Kommst du raus in die Raumtemperatur, schrumpft das wieder zusammen, das Zeug hängt da drin. Vielleicht nicht viel, es langt dir ein Liter. Jetzt gehst du in die KTL wäscht vor, geht wieder zurück, wäscht wieder nach und dann gehst du in einen Ofen. Und in deinen Rohren sind Flüssigkeiten eingeschlossen. Es ist egal, ob das saure oder nicht saure oder was auch immer für Flüssigkeiten drin sind. Aber jetzt gibst du denen wie in einem Teekessel 200 Grad, ja, und das Ding kocht. Und dein Dampf sucht sich den Weg, ja, bei 200 Grad hast du definitiv offene Schweißnähte, du bist dort vielleicht nicht dicht verschweißt und die Flüssigkeit drückt wie ein Dampflok aus den Schweißnähten raus. Wenn sie nicht durcherhitzt wurde, dann ist die KTL kalt, die hat 170 Grad nie erreicht, dann ist bappig, wie so Teer. Ja, das heißt, deine Farbe hält nicht da drauf, nennt man kalte Stelle. Und dann hast du ein weiteres Problem, dein Käfig besteht ja nicht aus 0,8, sondern aus 2,0 und das ist definitiv was anderes wie ein 0,8 Blech. Und du gibst dem aber eine Standardraumtemperatur, also Standardeinbrenntemperatur eine Stunde. Ja, und in einer Stunde wird vielleicht 2 mm mit Flüssigkeit innen nicht warm. Also nicht warm genug, um durchzuerhitzen, um zu vernetzen. Und das führt zu Fehlern. Und diese Fehler können in Form von Schaum, in Form von kalten Stellen, in Form von, was weiß ich, nicht eingebackene KTL. Das sind die Fehler, die dann kommen. Und das zerstört die schöne Arbeit, die man vorher gemacht hat, weil der Innenraum so verkotzt aussieht und der Lackierer schimpft. Und ich muss ja eine Rechnung stellen. Er schimpft jetzt auch schon. Ja, also ich muss ja eine Rechnung stellen und es sieht beschissen aus. Und für beschissene, Entschuldigung, für schlecht aussehende Oberflächen will keiner bezahlen. Ich will nicht aber gleich nach Hause fahren. Den trennen wir jetzt alle doch kurz. Hast du eine Flexi? Dann nehmen wir sie kurz wieder raus. Nein. Aber der Rest der KTL ist schon alles heile, alles gut. Nur, dass halt aus dem Käfig was rauskommt und dementsprechend überall rumspritzt und so weiter. Exakt. Genau. Okay. Und mehr ist es. Also ist es ja, weil eigentlich willst du ja mit dieser KTL den eigentlichen Rostschutz erzeugen und der ist ja da. Der ist schon da an sich, aber du willst das Thema Rostschutz und KTL, das ist überbewertet. Mhm. Die KTL ist eine Basis zum Lackieren. Die KTL kannst du anpadden und du kannst darauf Dichtnaht oder was auch immer aufbringen oder nächste Schichten, die dann kommen. Und wie schon mal erklärt, die Summe aller Beschichtungen ist der Rostschutz inklusive der Hohlraumkonservierung. Die KTL ist ein Prozessabschluss einer chemischen Vorbehandlung. Das ist das, was man machen sollte. Und der Käfig, der hat hier eine Funktion zu erfüllen. Ja. Jetzt würdest du auf die Idee kommen und sagen, mach mal ein Loch rein oder zwei. Ja, ich mache die in irgendeine Sicherheitszelle, die irgendeine Funktion ist. Ist auch verboten laut Reglement. Ja, genau. Ja, ich habe es mal gemacht. Ja. Hat mir einen Hammer auf den Kopf geschmissen. Ohne jetzt. Einfach einen Hammer, sagt er, bist du blöd? Ja, und schmeißt mir einen Hammer auf den Kopf. Wir gucken mal. Ja, ich sag ja. Also wie ihr merkt, wir brauchten wieder nichts planen für das Video, weil es wird wieder irgendwas noch dazwischen kommen. Dann schleife ich hinterher 3 Wochen wieder. Genau. Okay, das heißt, jetzt aus dem Passivierungsbad raus, in die KTL rein. Also wir gehen raus und gehen erstmal waschen. Du musst die Passivierung wegwaschen und du musst einen temporären Korrosionsschutz, einen Inhibitor auftragen. Das ist das, was wir zuerst machen und dann gehen wir schon in die Wir Kabel. Müssen auf jeden Fall einmal mit dir durch eure neue Halle laufen, weil wir haben schon wirklich Probleme, die Autos zu erkennen. Also wir stehen wirklich vor den Autos und überlegen erstmal, was das für ein Auto ist. So, ne? Und du wirst die alle in- und auswendig kennen. Müsste ich jetzt auch gucken, was das ist. Hätte ich jetzt auch nicht so. Ja, schon fair. So, und die, da hinten werden ja mit Sicherheit auch noch ein paar Schätze. Ja, da ist viel. Da ist viel. Alles hier. Okay, alles klar. Ich würde sagen, los geht's. Silber angucken. Ja. Danach ist Black is better. Oder wie sagst du immer, ne? Black is better. Das ist ein Punkt. Und der war ja mit Zunder, ne? Das war ja alles Zunder. Der Zunder ist jetzt weg. Und das sind die Knotenpunkte. Das ist ein großer Knotenpunkt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
Aber ich merke schon immer, wenn wir kommen, ist schwierig. Ne? Ja, ist echt schwierig. Aber vom Stromleiten her ist es erstmal egal. Egal. Das ist egal, okay. Ist egal. Okay. Hier seht ihr jetzt übrigens auch die Dachstrebe, die da einmal reingekommen ist. So, also ihr habt eben gerade gesehen, das Auto kam aus dem Passivieren und jetzt wurde es quasi doppelt gewaschen. Einmal hier gewaschen, einmal da gewaschen. Ja, das ist VE gewaschen mit unter 10 Mikrosievert. Das heißt, jetzt ist es astrein, sagt man dazu. Sauber. Ne? Jetzt ist es sauber. Jetzt sauber. Und jetzt leitet es nichts, keine störenden Geschichten ab, denn jetzt kann er rein. Gleiche Phase, dann sehen wir alle Dellen. Genau. Ja. Jetzt ist die Frage, ob die 200 Stunden Verzinnen noch auf der Karosse gerade drauf sind oder ist alles weg? Was ist bei dir hier an der Stelle? Da kommt es schon raus. Hier muss ich mal hier im Weg. Mach mal nochmal. Pistole, komm. Da ist halt schon ein bisschen Zinn drauf hier, ne? Ja, aber wenn der schwarz ist, sieht man trotzdem alle Dellen dann. Witzig ist jetzt, wie man. Das Zinn ist jetzt viel auffälliger durch die Farbunterschiede. Ja, weil ein weicheres Material und der saugt. Der ist nicht Poren verschlossen, so wie Stahlblech, sondern der hat Poren und der zieht die Entrostung an. Und deswegen, wenn du zu arg übertreibst mit der Entrostung, dann wird das Zinn spröde durch das Phosphat. So, jetzt geht's weiter, einfach direkt hoch da rein. Da rein 600 Sekunden, 400 Ampere. 600 Sekunden sind also 10 Minuten, also eigentlich gar nicht so lange, ne? Guck mal, das heißt, du hast noch genau 12 Minuten, bis er schwarz ist. Ja. So schnell wird er nicht wieder weiß, auf jeden Fall. Nee, nee. Ich mach nochmal einen Abschied vor. Genau, mach nochmal ein paar Fotos hier und dann geht's los. Immer wieder geil, wie so ein Auto in Schwarz aussieht. Ja, ne? Total. Vor allem Marius hat das so rumgeheult, dass hier so alles Beule und so weiter ist. Vielleicht den ein bisschen weiter draufschieben. Dann seht ihr mir. Aber ich finde eigentlich, dass das vollkommen in Ordnung ist. Du findest es? Ja, mega. Also ich finde schwarz auch richtig lassen, cool. Hast du jetzt gerade bestimmte Stellen, wo du besonders drauf schaust gerade, Marius, weil du da irgendwas... Nee, ich bin einfach schwer begeistert. Okay. Ja, also wirklich, ich hab's, Alexander hat so eine Angst gemacht. Ich dachte, das Auto kommt silber jetzt raus. Nein! Also, das müssen wir als erstes zeigen. Es geht eigentlich nur jetzt um diese paar Bereiche, wo halt so ein bisschen was rausgelaufen ist. Aber das ist ja wirklich vernachlässigbar. Also, ich sag dir auch mal was dazu. Also hier hast du mal was gemacht, oder? Hast du hier was getan? Ja, da habe ich den Teil geändert. Genau. Und der Tunnel hat keinen Ablauf und das siehst du schon, dass der keinen Ablauf hat. Ja. Dass der drauf ist. Und so wie ich es gesagt habe, die Knotenpunkte. Und zwar zwei, ne? Links. Links war nicht dicht. Da stand Flüssigkeit und das hat nachgegast und dann nachgeschäumt. Und in den oberen Knotenpunkten und auch in dem hier, das sieht man ganz gut, das ist glasig. Und glasig heißt, das ist nicht ganz 100% durchgebacken, weil die Materialstärke ist halt eine andere im Vergleich zu der Blechstärke vom Fahrzeug. Und das braucht einfach mehr Power und länger in der Form. Und das kombiniert nicht mit der Standardkarosse. Die Standardkarosse ist halt dünner und braucht nicht die Temperatur. Das heißt, muss ich das abschleifen dann oder was mache ich damit? Oder kann man das trotzdem? Also es trocknet jetzt nach, das wird dann wieder in Ordnung, braucht jetzt ein bisschen länger, bis du zu Hause bist, ist es nachgetrocknet, aber in deinem Fall heißt es anpadden und ganz normal mit der Epoxy. Weiß jeder Lackierer, ist nicht tragisch, ist zu verschmerzen. Theoretisch, wenn man wirklich ein altes Auto nimmt, schaffst du halt wirklich innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen eine ganz andere Basis, so, ne? Weil es sieht ja schon gleich viel neu aus, gegenüber so einem alten Ding. Soll ich es jetzt ehrlich sagen? Also das mit zwei Tagen vergießt es. Ja, die drei Tage. Die erschlagen mittlerweile, ja. Acht Wochen. Nein, meine ich jetzt ja mit zwei Tagen. So, Durchlaufzeit. Durchlaufzeit. Fünf Tage, okay. Fünf Tage tatsächlich Arbeit, in der Summe mit allen Haltezeiten.
Und Kartell alleine ist ein Tag. Das braucht man. Mhm. Ungefähr so wie heute, ja, der Tag, das kann man dann machen. Und dann hast du eine gute Basis zum Lackieren und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin auch ganz zufrieden. Ich bin für dich mit zufrieden. Ja? Ja, ja. Auch der Käfig sieht irgendwie auch geil aus. So. Ja. So mit den ganzen Nähten. Wie viel Grad waren das jetzt im Ofen? Knapp 200, 190 Grad. Ist schon gut heiß noch. Ja, ne? Ja, braucht auch eine Weile. Aber Zinn hat es trotzdem noch. Okay, aber das heißt 190 und in der Pyrolyse waren es ja auch gar nicht so viel mehr. 300 oder 400. 400. Zum Thema Zinn, wo ist dein Zinn? Überall. Ja, also wirklich. Also im Innenraum. Vorne war viel, oder nicht? Wo denn? Ja, ist ja. Hier war Zinn. Ja, aber das hat alles funktioniert. Ja, ne? Ja. Das ganze Zinn. Ja, weil die Objekttemperatur ist definitiv unterhalb der Heiztemperatur. Okay. Deswegen Zinn kann eigentlich mehr. Die Zinnfehler kommen oft durch die Zinnverarbeitung. Weil sie es nicht drauf haben, löst sich das und dann kommen irgendwelche Erwartungshaltungen, die nicht erfüllbar sind, aber es liegt oft nicht an uns, es liegt eigentlich oft an demjenigen, der gezinnt hat. Aber für uns ist es halt sehr mühselig zu sagen, du kannst halt nicht. Ne? Und wenn ich ihm das halt jedem erzählen bei mir muss, würdest du das sagen. Ja, ich würde sagen, du kannst das. Das sieht irgendwie geil aus in Schwarzer, ne? Was wie warm immer noch das Ding ist, ne? Da kommt schon noch gut Wärme. Zum Thema Zinn. Guck mal, der liebe Marius hat sogar so gezinnt, dass Zinn keine Poren hat. Siehst du keine, es ist glatt wie eine Haut. Und deswegen dringt dort nichts ein. Deswegen kann Zinn wesentlich höhere Temperatur als zum Beispiel, wo nur drüber gefeilt, weil dann viel höhere Temperatur nach innen greift. Ja? Und wenn du Pech hast, gasst dir deine Paste durch und dann löst sich das. Dass ich von dir mal Lob kriege, das hätte ich mir vor zwei Jahren nicht erträumen lassen. Ich kenne es mit meinen Händen nicht besser. Ja, schön. Man entwickelt sich ja weiter. Ja, ja. Ich muss auch sagen, war wieder ein Vergnügen, hat Spaß gemacht. Fahrgestellnummer ist auch noch da, kannst du direkt wieder... Sogar das kleine VW-Zeichen ist da, ne? Ja, ja. Das ist doch wieder ein neues Blech, was hier eingesetzt wird. Okay. Nein, vielen Dank auf jeden Fall. Wie geht's jetzt weiter? Also klar, Rollen runter aufladen, theoretisch abdichten, lackieren oder als nächstes. Ein paar Beulen rausmachen? Ja, so ein bisschen, ja, habe ich auch schon gesehen. Ein bisschen, ein paar Dellen müssen wir noch. Das, an der Seite hatte ich meinen Fahrradfahrer. Ja, ja, aber siehst du. Da war ich noch 18, 19. Abdichten. Genau, und dann fangen wir an. Also ich will so partiell ein bisschen Steinschlagschutz. Und dann lackieren wir. Und dann müssen wir halt überlegen, ob wir den Käfig andersfarbig als das Auto lackieren. Aber Auto wird auf jeden Fall weiß. Ja, da hat meine Frau so ein bisschen ihren Veto gesetzt. Also ja, vielleicht sieht sie jetzt ja so schwarz und sagt, egal. Aber ja. Maxi wird gleich lachen, aber ich sage ja immer, Rennauto muss weiß sein. Deswegen. Ja. Auch wenn es helle drin und so, aber wenn es nicht weiß ist, ist es deswegen einfach kein Rennauto. Deswegen lackieren wir immer auch weiß. Warum ist es weiß? Überraschung. Was? Warum weiß? Weiß ich nicht, ich finde einfach Rennauto. Ich finde immer die geilste Basis, kannst du am meisten so mit machen. Das ist so der Hintergrund, ja? Ja, ist das so. Ist so? Willst du das nicht? Nee. Ne? Jetzt kommt nochmal hier eine kleine Anekdote. Pass auf. Einmal eins, warum Farben? Vorkrieg, Formel 1. Ja, die großen Silberpfeile etc. Die Vorkriegsautos waren immer welche Farbe? Deutsch war immer weiß, England war britisch racing green, Frankreich war bleu und Italien war immer rot. Kein Fernsehen, du sitzt auf der Tribüne, wer führt, wer ist hinten? Rotes Auto, Italiener sind vorne, weißes Auto, die Deutschen sind vorne. Deswegen haben die Nationen eigentlich immer ihre Rennautos in ihren bestimmten Farben gehabt. Spanien zum Beispiel gelb. Daher kommt das ein deutsches Auto. Jetzt haben wir es, deswegen sind sie weiß, weil wir deutsche Autos fahren. Genau, deutsche Autos sind weiß. Ja. Wir müssen auch immer noch mal ins Mercedes-Museum, ne? Ja, das sollte man machen. Stimmt, das wollten wir auch die ganze Zeit machen. So, also ihr könnt euch auf jeden Fall noch ein Video freuen mit Alex im Mercedes-Museum. Hier geht es weiter mit ein bisschen Abdichtlack und so weiter. Mal gucken. Haben wir wieder ein Vergnügen. Ja. Vielen Dank. Haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Und jetzt geht's ab nach Hannover. Wobei nicht ganz, wir haben noch eins noch. Nein, aber noch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.